Wir werden hiermit aussteigen. Das hat mehrere Gründe und ich werde mal versuchen, darauf einzugehen. Was geht ab, liebe Leute, einen außerirdischen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo über unser Projekt Vero. Wir werden hiermit aussteigen. Das hat mehrere Gründe und ich werde mal versuchen, darauf einzugehen. Zum einen fangen wir am besten ganz vorne an. In der letzten Folge haben wir ja so einen kleinen Cliffhanger gehabt, von wegen, ja, wir verraten euch nicht, was die anderen da geschrieben haben. Prinzipiell ging es einfach nur darum, dass das dann ein mega Streit angefangen wurde und irgendwie dann jeder seine Meinung gemeint, oder jeder auf seiner Meinung bestanden hat und keiner einsichtig war. Ja, dann haben wir irgendwann so nach dem Motto, der Schlauere gibt nach, einfach mal aufgehört, haben gar nichts mehr dazu gesagt, weil es eh nichts gebracht hätte. Mittlerweile gibt es auch ein paar Leute, die unserer Meinung zustimmen, dass zum Beispiel die Projektleiter das Management abgeben hätten müssen, wenn sie selber mitspielen wollen. Das möchten die, soweit ich weiß, auch im Baro 3, oder sorry, im Vero 3 ändern. Wie auch immer. Wir steigen hiermit aus, einfach aus dem Grund, weil ich ja sowieso raus bin und Tobi hat einige private Sachen, worüber wir jetzt nicht reden, dass er da einfach keine Aufnahmezeit mehr hat. Und ja, wie ihr vielleicht auch schon gemerkt habt, kam in den letzten Tagen einfach kein Video mehr. Und zwar, was mega korrekt von denen war, wir haben bei denen angefragt, so ja, Leute, wie schaut's aus? Er kann nicht mehr, ich würde gerne weiterspielen, können wir nicht die Rollen tauschen? Sozusagen als Wiederbelebung und er geht dafür drauf. Das war auch ausgemacht, dass wir da mal eigentlich unsere Sachen oder unsere Accounts tauschen können, aber irgendwie wurde von denen da nichts gemacht. Ich wurde nicht entbannt und er wurde nicht gebannt, also nicht gebannt und sowas. Also fand da so ein Austausch quasi nie statt. Dann ging es weiter. Dann sind jetzt 3 Tage rum mittlerweile und wir haben immer noch keine Antwort von denen bekommen. Und ich hänge halt so dazwischen drin, weil er hat immer mit dem Projektleiter drüber gesprochen und ich wusste halt nie, was abgeht. Dann habe ich den selber mal geschrieben und habe nur eine recht uncoole Antwort bekommen. Ich werde die euch jetzt mal kurz vorlesen. Dazu muss ich allerdings kurz nach da. Genau, ich habe geschrieben, hallo, es war ja die Idee, die Spieler zu tauschen. Mein Mate muss aus privaten Gründen aufhören und ich könnte an seiner Stelle weiter spielen. Hast du da was mitbekommen? Ich habe seit gestern nichts von meinem Mate gehört und nun sind wir halt heute mit unseren Folgen aktueller gegangen. Das war nämlich an dem Tag, wo die letzte Folge, die wir aufgenommen hatten, also die dritte online gegangen ist. Ich kann morgen nichts hochladen, da ich ja nicht aufnehmen konnte. Kann ich die Folge in Klammern folgenlos, also ohne Nachspiel auslassen? Ich würde ja eine machen, aber geht nicht, weil oder weil ich ja mit meinem Mate die Plätze tauschen muss. Sorry. Genau. Und 7 Minuten später kam dann eine Antwort: Hi, das Problem ist, dass wir keinen von euch weiterspielen lassen können, da dein Mate uns belogen hat. Er sagte, er hatte am Anfang einen Timeout, ist dann gejoint und wurde von uns gekillt, weil er angeblich nichts machen konnte. Aber was aber nicht stimmt, da er nur am Start nicht wusste, wie man sich rausbaut. Aber da kann ich auch noch nichts für. Kurz mal zu dem Punkt, ja, irgendwie hat er verpennt, dass man die Erde abbauen muss und rausspringen. Er dachte wohl, man kann einfach so raushüpfen. Aber was hat es damit zu tun, ja? Dann geht die Nachricht weiter. Und er hatte keinen Timeout, da man erstens bei unserer Aufnahme sieht, wie wir ihn gekillt haben und zweitens es bei vielen so stand, die so getötet wurden. Dass sie einfach getimeoutet wurden. Ja, die Erklärung macht ein bisschen wenig Sinn für mich, weil es einfach. Egal. Tut mir leid für dich, aber du konntest ja auch nicht wissen, dass er es nicht weiß. Oder wie man sich rausbaut, aber da können wir weder der Server und das Internet noch was dafür. Ja, das schon, aber das hat einfach nichts damit zu tun mit meiner Frage, ob und wann wir einfach jetzt mal die Plätze tauschen können. Und ja. Und dann ging das so weiter. Dann hatte mein Mate immer weniger Zeit und reagiert auch auf meine Nachrichten fast kaum mehr und wenn nur ganz kurz und hat auch nie mehr Zeit irgendwie zu reden und so. Kann ich auch nachvollziehen. Aber ja. Und dann kommt von dem Projektleiter von Vero einfach überhaupt nichts mehr. Also
Ich meine, ich kann noch mal kurz hier auf dem Discord-Server raufschauen. Es wird noch übertrieben oft diskutiert zur so Massenaufnahme, blablabla. Und ja. Genau, auf was ich noch einmal noch eingehen möchte. Ich weiß nicht wer, ich weiß nicht warum, aber es war auf jeden Fall extrem kindisch. Ich hatte ja da geschrieben, und es war nämlich am Ende der letzten Folge nach der Aufnahme, hatte ich dann noch so im Discord weitergetippt und so gefragt, so, ja Leute, findet das nicht. Gibt es keinen, der meiner Meinung zustimmt und sowas? Kann man da nicht irgendwas machen? So. Und auf einmal wurde ich ernsthaft vom Server gebannt. Ich konnte dann zwar wieder joinen, weil ich habe dann Ding. Keine Bannumgehung oder sowas. Ich hatte irgendwie so, so einen 20-Minuten-Bann oder so. Konnte dann durch eine Soforteinladung wieder neu joinen und so. Und dann wollte auch keiner was davon wissen, dass ich gebannt worden bin. Aber sowas ist einfach. Ich habe nur meine Meinung gesagt. Ich habe keinen beleidigt. Und dass da so ein Streit eskaliert ist, das konnte auch keiner wissen, okay? Das war, ja. Und das war nämlich auch noch so ein Punkt, Leute. Immer wenn wir was gesagt haben und dann hat jemand anders seine Meinung dazu gesagt, dann wurde immer auch gleich rumgeraged. Es gab keine vernünftige Besprechung, keine vernünftige Kontakt irgendwie so. Es war immer nur gleich so, yeah, du schon wieder, was machst du denn? Immer gleich dieses Angepisste und so. Und deswegen habe ich gesagt, auch wenn ich weiterspielen dürfte, auch egal, wie es jetzt weitergeht, wir steigen einfach hiermit aus und das wäre es für uns für Vero gewesen. Vielleicht kann sich der ein oder andere noch an Warfire erinnern, also Vanilla Fights. Das wurde ja von dem lieben United Gamer oder. Ne, UR Destiny heißt er genau. Organisiert, aber der konnte ja auch nicht mehr. Und das werde ich auf jeden Fall demnächst weiterführen, aber erst im Neujahr. Genau. Und da werden dann auch dann einige andere dabei sein. Aber alles zu seiner Zeit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, schießt gerne mal den Like-Button ins All. Teilt das Video auch gerne mit Freunden und Verwandten. Ich hoffe, es sehen auch ein paar von den Teamleitungen von Vero. Eigentlich wäre es ein richtig cooles Projekt gewesen. Klar gab es Startschwierigkeiten und so. Aber ja, auch weiterzuspielen hat jetzt einfach keine Ding, wie sagt man, keinen Sinn mehr, weil die anderen jetzt alle OP-Dia-Sachen haben und wir einfach nur mit unseren Holzschwertern rumklibbeln müssten. Genau. So viel dazu. Es gab noch einige andere Sachen, die immer wieder drin waren, wie zum Beispiel, dass der eine einfach geschrieben hat, er hat ein enchantetes Dia-Schwert mit Schärfe 2. Und wir dachten nur so, wir haben nicht mal Eisen. Und dann ging es so weiter. Der eine hat irgendwie die 10. Aufnahme gemacht und der andere sagt so, wie viele Aufnahmen darf man machen? 6. Und dabei waren nur 4 erlaubt. Und so ging es gerade weiter, Leute. Also, ich höre auf, rumzunerven. Haut rein. Bis zum nächsten Video. Und ciao.